Hallöchen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 19. Wir befinden uns mal wieder auf der nordfriesischen Marsch ohne Gräben, Version 2.9 und ich bin wie immer die Maritzel. Ja, ich habe offscreen schon mal meine Felder, soweit wie das noch möglich war, gespritzt. Den Rest werde ich jetzt noch in Angriff nehmen. Ich stehe jetzt gerade hier auf Feld 9 und werde jetzt die Rubicon zum nächsten Volk dirigieren und dann werden wir weitersehen, was noch zu tun ist. Okay, du bist hier fertig. Da werden wir erstmal den Kurs rausnehmen. Du musst auf die 8, ganz genau. Da musst du noch hin. Und auf die 19 auch noch, wenn ich mich richtig erinnere. Das machst du zuerst. Okay. Da müsste ich eigentlich einen Kurs haben. Schauen wir mal. Wahrscheinlich noch nicht. Ah, ja. Alles klar. Hier unten. Dann bekommst du den mal angehangen. Erster Wegpunkt ist okay. So, dann fährst du zur 19. Und auf der 19 stehst du. Du fährst jetzt dafür zur 9. Genau, so muss ich das machen, damit das Feld auch noch in Frage kommt und vom Unkraut befreit wird, bevor es reif ist. Kurs rausnehmen hier, genau. So, ich glaube Feld 9, da können wir auch einen Kurs übernehmen. So. Erster Wegpunkt ist okay. Du fährst jetzt zur 9. Da könnt ihr euch unterwegs eventuell in die Quere kommen, das werden wir dann sehen. Vielleicht auch nicht. Dann kriegt man spätestens die Meldung, es gibt durchdrehende Räder oder so ähnlich, ne? Das kennen wir ja alle schon. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ah, hier muss ich noch eine Feldausfahrt machen. Jetzt fährt er wahrscheinlich. Oder wo willst du jetzt hin? Ah ja, um den ganzen Pudding. Okay, mach mal. Du wirst schon ankommen. Wir werden mal weiterschauen. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Vor allen Dingen an den neuen Gewächshäusern ist noch nicht... Ah ja, hier waren wir auch noch. Das muss ich noch in Ordnung bringen. Das können wir eigentlich gleich machen. Da müssen wir aber woanders hinfahren dafür. Wo Platz ist. Das Abladen. Die Fässer, die wollte ich nämlich nicht damit hinnehmen, wo ich hin muss. Jetzt fahren wir mal hier raus, was wir noch nie gemacht haben. Ja, die Strecke wollte ich auch. Ach Gott. Ja, das ist ja wieder typisch Maritzel, ne? Oh Mann, geht ja gut los. Vergessen festzuzurren. Oh nein, 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 nein. Und dann fahre ich so rasant los. Das ist ja wieder richtig Maritzel. Ja, ja. So, jetzt werde ich hier erstmal abladen. Und zwar da drüben. So. Jetzt fahren wir erstmal hier weg. Und da werde ich die beiden Dinge, die da sind, trennen voneinander, sodass ich nur die Bienenkästen mitnehmen kann. Kommt mal her hier. Okay, das geht. Das ist egal, Hauptsache ihr steht da zusammen. So, das ist okay. Ja,
einsteigen und da werden wir die Bienenkästen wieder aufladen. Na? So, jetzt. Und schnell weg hier. Nicht wieder. Was ist denn das für ein Geier? So, werden wir mal schauen. Wenn wir schon den Kasten mehr haben, als wir brauchen insgesamt nachher, dann werden wir mal noch ein paar mehr rausholen. Denn die können wir ganz bestimmt verkaufen und das Geld können wir ja ganz gut gebrauchen, wie wir sehen. Mein Konto hat Schwindsucht. Aber ziemlich. So. Werden wir mal auslagern. Tischlerei. Da sind wir schon. So, Bienenstockherstellung. Mhm. Alles klar. So, die werden wir uns jetzt hier krallen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Erstmal ein bisschen hier rüber. Und dann müssen wir mal gut einlenken. Naja, ist nicht ganz einfach. Mal umdrehen das Ganze, da sehen wir mehr. Okay. So, da geht aber noch was drauf. Wollen wir mal schauen. Wie viel passt denn da noch? Zwei. Moment. Muss mal von oben gucken, ist wirklich besser. Sieht man da mehr davon. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Müssten ja noch 14 drauf gehen, ne? Oder wie ist das? Sind das hier zwei hier oben drauf? Oder ist das. Kann man wirklich nicht so gut ausmachen. Ah, ich denke mal, das ist so. 1, 2, 3, 4, 8 Stück noch. Okay. Gucken wir mal, ob das stimmt. Eine Ladung noch. Eine Ladung. Ah, da hat sich schon welche gekrallt. Das geht ja ratzdifutz hier. Mhm. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir alle, denk. Ja, sehr gut. Das ist jetzt mal gut. Gut, 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 gut. Boah, wie viele Hackschnitzel hier. Die müssen wir unbedingt abholen, sonst. Naja, ich muss nachher mal schauen, wie es in der Papierfabrik aussieht, ob das schon wieder alles verbraucht ist. Wir haben ja noch den Komposter, der nimmt die ja auch an. So, jetzt festzurren, das ist wohl besser. Mhm. Na, da drückt man lieber nochmal U. Ist mir lieber. So. So, du fährst jetzt zur Pfirsichplantage. Dann dort brauchen wir noch Bienenstöcke. Deswegen das Ganze mit den Bienenstöcken hier. Moment, Obstplantage, da sind wir ja schon. Himbeer, 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 Himbeer. Pfirsich, haben wir die nicht? Na klar, hier. Pfirsich, komm. Kompost und Dünger. Ich werde das mal so machen. Da sollte er da ankommen, dass man gut hantieren kann, denke ich mal. Und tschüss. Sehr schön. Gucken wir mal. Jawohl, da wollte ich hin. Genau da wollte ich hin. Das klappt ja heute hier. Mhm. Aber wir sollten lieber nicht zu früh loben.
Wir wissen ja, wenn man zu viel lobt, dann geht es plötzlich schief. Aha, du stehst auch hier, sehr schön. Ich glaube, das hatten wir schon aufgefüllt, den können wir dann gleich zurückschicken. Jetzt werden wir erstmal die Erde abkippen. Jawohl. Ich denke mal, da wird die ganze Ladung noch reingehen, wenn ich mir so angucke, wie viel Mist hier drin ist. Da passt da einiges dazu. Die Ladung wird reinpassen. Da habe ich ja richtig gedacht, zwei LKWs zu schicken, damit das nächste Gewächshaus auch noch eine Ladung bekommt. Ich werde nachher gleich mal um die Ecke rum gucken gehen, ob das jetzt voll ist oder noch mehr reinpasst. Ich glaube, es ist ein kleineres Fach, es kann aber auch täuschen. Könnte man eigentlich gleich machen. Ich gucke gleich mal nach. Moment. Auf welcher Seite muss ich denn jetzt? Ich glaube, hier hinten. Ja, genau. Wollen wir doch mal schauen. Kartonblatt, Mist, Erde. 98.000. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob das 100% sind. Moment, hier rechts können wir ja vielleicht schauen. Gleich mal gucken. Nee, ne, ach, da passt ja noch viel mehr rein. 49% nur. Da passen doch 200.000 rein, vermutlich. Na, da bin ich ja mal gespannt. Dann müssen wir hier nochmal den LKW losschicken. Vielleicht sogar noch zweimal. Ach so. Gut, da werden wir mal schauen. Das ist ja dann... Boah. Die Gewächshäuser haben ein einnehmendes Wesen. Mein lieber Scholli. So, da werden wir mal schauen, ob wir dich von hier aus schicken können. Industriegebiet Bau. Erdhaufen Erde holen. Und ab. Keine Pfad. Ja, klasse. Das ist nicht gut. Da ist irgendwas nicht gut. Schauen, aber jetzt. Aha, jetzt. Nee. Wo willst denn du hin? Das ist doch alles. Ach so. Sorry, ihr habt ja recht. Ich habe das ja noch gar nicht eingefahren. Ach, Marieze, was machst du denn für ein Quatsch? Dann müssen wir den ja erstmal hier vorschaffen auf die Strecke, dann wird er so finden. Nee, ne? Ich muss das doch noch einfahren. Da war noch keine Zeit. Naja. Man ist es so gewohnt, man will die losschicken und dann stellt man plötzlich fest, geht ja noch gar nicht. So. Wunderbar. So ist das halt. Jetzt flitzen wir mal hier eben schnell mit den 7-Meilen-Stiefeln zurück zu dem zweiten. So. Alles klar. Erstmal anschmeißen, den Motor. Und dann werden wir schon mal direkt aufmachen. Mit N wie Nordpol. So. Ich beliefere jetzt erstmal das zweite. Da hinten muss ich den Weg noch etwas verbreitern. Na? Aha, jetzt. Gut. Naja, wenn man so guckt, das könnte schon sein. Aber eigentlich ist alles gleich groß. Jedes Abteil, genau. Das täuscht. Das ist die Perspektive. Wenn man von hier aus schaut, dann meint man manchmal, das mit dem Mist ist ein bisschen größer. Ist aber nicht. Ist gar nicht der Fall.
Okay. Dann fährst du auch zurück. Und holst noch Erde. Oh oh. Maritz, lenken. Lenken. Das ist besser. So. Okay. Das war knapp. Aber vorbei ist vorbei. So, von hier aus kannst du das gleich alleine. Du fährst auch ins Baugebiet. Industriegebiet Bau. Erdhaufen, Erde holen. Und tschüss. Man sieht, dass du schon eine Weile arbeitest. Ganz schön schmutzig. Aber gewaschen wird nach getaner Arbeit. Jetzt noch nicht. So, werden wir mal weiterschauen. Ja, mit dem Schweinefutter brauche ich jetzt noch nichts anstellen. Da war eben der Rinderstall. Da haben wir auch noch viel zu tun. Ah ja. Haut das hin? Ja, sieht so aus. Es ist Feld 19. Da werden die vielen bunten Blümchen beseitigt. Ja, ja. Stimmt ja gar nicht, der düngt. Eieiei. Ah, es ist schon spät, ne, Maritze? Ja, ja, es ist schon spät. Wird Zeit, dass wir fertig sind hier. Sieht schon klasse aus. Das ist das Tabakfeld. Der wächst ziemlich hoch. Das sieht irgendwie gut aus, wenn der blüht. Schön gemacht. Okay, was liegt noch an? Hier werden die Blümchen beseitigt. Und ich habe das extra mal auf scharfe Kanten gestellt, weil immer die Ecken bunt bleiben. Das dauert zwar einen Moment länger, aber dann ist es mal weg. Na, nicht noch weiter zurück, sonst hängst du fest. Sieht doch klasse aus. So. Vielleicht brauche ich das Foto. Schauen wir mal. Wenn ich das Foto nachher hoch... Ach Quatsch. Das Video hochlade. Da braucht man ja dann immer noch so... ein Foto. Als Start. Okay. Dann bist du ja auch gleich fertig, genau wie der andere gerade gemeldet hat. Na, oh, hier ist ein bisschen was stehen geblieben. Ach, du musst nochmal zurücksetzen, genau. Aber du hättest hier eigentlich durchfahren können, da wäre es erledigt gewesen. Naja, macht ja nichts. Hauptsache, es wird vernünftig gemacht. Ja, schaut gut aus. Hier ist auch nichts zum Hängen bleiben, Gott sei Dank. Das wäre auch nicht das erste Mal. So, jetzt nimmt er die Einzelnen dort auch mit. Klasse. Saubere Arbeit. Sehr schön. So, wir sind auf Feld 9. Dann kannst du direkt weiter zu Feld 8. Werden wir da gleich mal dafür sorgen. Abfahrer entlassen. Mal abwarten, dass er zu hat. So. Kurs raus. Jetzt wollen wir Feld 8. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich da schon was habe. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Nein, okay, müssen wir generieren. Kein Problem, dann machen wir das halt. Feld 8, nicht Falt, Feld. Rundherum, so groß ist das nicht, aber ich lasse es mal auf 2. Ja, das ist alles okay. Die Position brauchen wir noch. So. Und generieren ist in Ordnung. Das nehmen wir so an. Feld 8 Spritzen mit 48 Metern. So. Erster Wegpunkt ist in Ordnung. Dann kannst du zu Feld 8. So. Da werden wir uns den nächsten vorknöpfen. Mit dem Dünger. Aha, du bist hier angekommen. Ach ja, stimmt, wir haben die Himbeeren ausgelagert. Jetzt habe ich gerade überlegt, was steht denn hier rum? Das haben wir ja letztes Mal gemacht, richtig. Gut, da werden wir aber eben ein Stück vorfahren. Denn hier kann ich das, glaube ich, nicht abladen. Naja gut, es werden nur 5 Kästen gebraucht, 5 Bienenkästen. Aber ich lade jetzt einfach die Ladung ab und was nicht gebraucht wird, nehmen wir eben wieder mit. So, ich denke mal, hier muss ich das. So war das doch. Werden wir gleich feststellen. Okay, erstmal die Gurte weg. Und Z. Es arbeitet. Jetzt ist es fertig. Da werden wir mal gucken. Ach, da stehen sie in dieser Reihe hier. Seht ihr? Die erscheinen dann hier so eine Reihe lang einfach mitten durch die Plantage. 3, 4, 5 Stück. Genau. 5 Stück sind's. Gut, den Rest nehmen wir wieder mit. Den werden wir verkaufen. So. Ach Mensch, jetzt haben wir wieder was anderes mit aufgesammelt. Immer wieder reicht das so weit. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Nee, 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 nee. Runter damit. Oh, jetzt habe ich mir hier auch noch einen Weg verbaut. Jetzt muss ich hier aber ganz schön jonglieren. Den erstmal hier rausschaffen. Oder ich schaffe den erstmal hier jetzt ein Stück zur Seite. Stell den da hinten hin. Und da muss ich gucken, dass ich mich hier irgendwie rausschlängle. Nee, das wird nichts. Das muss ich anders regeln. Ich muss vorher raus. Da sammle ich ja wieder irgendwas auf, was ich gar nicht will. Ich will jetzt nicht Himbeeren wegschaffen. Obwohl, das könnte ich auch. Da bleiben die Kästen erstmal stehen, hole ich die später. Das geht ja auch. Eigentlich genau. So wäre es mal machen, ist vielleicht einfacher. So. Hat er schon wieder? Och nein. Ich war doch noch gar nicht so nah dran. Ist das ein Theater? Das ist jetzt ein Theater. Ja. Abladen. Runter damit. So. Jetzt ist aber gleich mal gut. Ich stelle mich ja wo an heute hier. Absolut nicht gut. So, jetzt müssen wir hier sortieren. Also, wo stehen jetzt die Bienenkästen? Natürlich da oben drauf. Na klasse. Runter. Und hier rüber.
So, das wird ja heiter hier. Die muss ich hier runternehmen. Jetzt stürzen die alle ab. Gut. Macht auch nichts. Die Himbeeren weg hier auf der Seite. Die müssen. Kommst du mit? Du willst nicht, ne? Komm mit. So, dahin. Du auch. Vorsichtig. So. Unglaublich. So, du kannst noch ein Stück näher daran. Schiebung, genau. So, du kommst auch noch mit. Okay. Dann haben wir jetzt dort nur Bienenkästen. Aber jetzt haben wir hier noch Bienenkästen, die hier nichts verloren haben. Jetzt zwischen den Himbeeren. Die muss ich jetzt halt auch noch jonglieren. Schwupp. Und da ist noch einer. Ah, auf der Seite hier. Okay. Jetzt verplempern wir hier so viel Zeit mit solch einem Quatsch. Nein, nein, nein. Marieze, was machst du heute? Aber es ist spät in der Nacht. So spät in der Nacht sollte man kein Video drehen wollen. So. Aber jetzt ist es halt so. Jetzt ist es wurscht. Wir werden das schon irgendwie regeln. So, jetzt werde ich gucken, dass ich hier die Himbeeren aufsammle ohne Bienenkästen. Nein, nein, nein. Mal gucken, wie viel es dafür überhaupt gibt. Das ist ja das erste Mal, dass ich Himbeeren verkaufen möchte. Aber erstmal sollte ich schauen, ob die woanders noch gebraucht werden. Da kann man mal sehen, wie weit das reicht, dieses Autolord. Nicht noch weiter oder ganz vorsichtig. Naja. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Sehr gut. Zwei würden noch fehlen. Okay, aber da steht keins mehr rum, ne? Oder? Ich werde mich lieber nochmal vergewissern. Ich traue dem Frieden nicht wirklich. Ob hier nicht irgendwo irgendwas dazwischen ist noch. Nö, das sind alles Bienenkästen. Ich sehe jedenfalls keine Himbeeren hier dazwischen. Nö. Alles gut. Gut. Dann ist das so, wie es ist. Dann waren da noch nicht mehr da, als ich ausgelagert habe und fertig. So, einsteigen. Okay. Oh, das sieht ordentlich aus. Zum Verwundern. Guckt euch das an. Es geht. So, die Strecke nach draußen führt da drüben lang. Jetzt fahre ich dich mal eben hier drüber. Oh. Das sah ja wieder gediegen aus. So, jetzt schaue ich erstmal. Ach, nicht da. Bei Klobel. Ich weiß nicht genau, ob die Brennerei Himbeeren. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Obstler. Da wird vielleicht alles drin. Apfel, Kirsche, Birne, Pflaume, Pfirsich. Doch, nehmen Sie. Und Sie haben nur noch 44%. Da würde ich mal sagen, wir bringen die Himbeeren zur Brennerei. Und nicht zum Verkauf. Obwohl, das Geld könnte ich gebrauchen. Aber wir wollen ja. Ja, was wollen wir? Ich will ja noch die Kühe dekorieren, also die Kuhställe, nicht die Kühe. Aber das mache ich am besten nicht heute. Da füllen wir lieber die Brennerei. Das ist gescheiter. So. Jetzt haben wir es entschieden. Jetzt machen wir es. Die Brennerei brauchen wir. Produktion. Palette mit Zutaten. Genau, da fährst du hin.
Ich glaube, ich mache lieber U. Ist mir sicherer. Das sah so schwuppig aus gerade eben. So, mal gucken, ob wir nochmal zu den Erdfahrzeugen kommen. Ach ja, da waren sie jetzt immer durch. Shorty, siehste, ich bin auch immer durch. Ich gehe immer drüber weg. Schlimm ist das. Gerade wenn man davon spricht und meint, jetzt müsste es bald... Da war ich schon wieder. Heute ist nicht gut. Heute ist nicht gut. Nein. Oh Mann. Naja, da habt ihr wieder was zu lachen. Macht nichts. Alles gut. Die lasse ich noch arbeiten hier. Oh, ist fast... Ist nicht mehr viel. Sehr schön. So, jetzt werde ich mal langsam mal durchsegeln hier. Okay. Die Himbeeren sind unterwegs. Ja, wenn ich das langsam mache, da kommt alles Mögliche, nur nicht das, was ich will. So, aber jetzt endlich. Aufmachen, R drücken, R. Jawohl. Ja, ist genügend Erde da. Überhaupt gleich mal schauen, ob hier vielleicht bald mal wieder Diesel gebraucht wird. Noch geht's. Alles gut. Es muss nicht immer alles proppenvoll sein. So. Gut, der erste hat sein Quantum weg. Der zweite rückt nach. Ja. So, dann schicke ich dich mal zur Ketchup-Fabrik. So, unter K. Abholung. Ja, dort kannst du hin. Das ist genau richtig. Das ist parallel zu den Gewächshäusern. Das ist gut. So, mich lässt du mal raus. Ich muss den hier noch dirigieren. Und wahrscheinlich das Ganze sogar noch einmal, bis das vollgeladen ist mit Erde da. Also da passt ja unglaublich viel rein. So, R, jawohl. Ja, ganz schön schmutzig. Aber wenn man Erde fährt, normal, ne? Eigentlich schon. So. Ach ja, Motor starten, alles gut. So, nur mal ein Stück weg von dem Lärm. Und dann fährst du auch zur Ketchup-Fabrik. Produktion. Abholung, genau. Da stehst du dann hinter dem anderen wieder. Vertragt euch. Es wird nicht gekampelt oder geprügelt oder was auch immer. So. Jawohl, du. Düngerfahrzeug in Blau. In Blau, das ist mein Düngerfahrzeug. Okay. Jetzt muss ich mal auf die Karte schauen. Was wir noch müssen. Okay, ah, hier auf die 15 müsstest du nochmal. Hier oben wird gerade gespritzt. Da werden die bunten Blümchen beseitigt. Okay. Hier fehlt noch ein bisschen Dünger. Das ist die große Wiese an meinem Zweithof. Das ist die ganz große Wiese, die wir haben, aber das dünge ich nicht. Die Flächen sind groß genug, da gibt es genug Ernte. Gut, ich schicke den jetzt erstmal zur 15. Und danach muss der nochmal zur 8. Dann ist er fertig. Alles klar. Gut. Also, mein Schatz, die 15 ruft. Die 15. So.
schwupp, erster Wegpunkt ist okay. So, dann fahren wir mal zur 15. Genau, dort machst du Crossplay an und dann fängst du an zu düngen. Du fährst jetzt auch rund um den Pudding, ne? Na, mach mal. Alles gut. So, und du, wie weit bist du? Eventuell gleich fertig. Naja, das werden wir gleich sehen. Oder muss er das Vorgewende noch fertig machen? Das ist auch möglich. Okay, dann mach mal. Das ist noch ein Weilchen. So. Ja, das könnte man eigentlich auch endlich mal erledigen. Dann fehlt Wasser. Das werden wir jetzt auffüllen. Okay. Hier war das, glaube ich, auch der Fall. Hier haben wir drum viel Obst abgeholt. Wenn die am Produzieren sind, brauchen die wieder neues Wasser. Oh, das Video ist ja schon wieder so lang. Meine Güte. Okay, da werde ich hier mal aussteigen jetzt. Das nutzt ja alles nicht. Ich kann ja hier kein Stundenvideo machen. Das wäre nicht gut. Was haben wir hier drin? Kirschen. Okay. Gut, ich stelle mich hier mal an die Kirschen und werde vielleicht gleich noch ein bisschen naschen. Die sind nämlich verdammt lecker. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste in der jetzigen Zeit, das wisst ihr ja. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich von euch einen Daumen bekomme oder einen netten Kommentar. Oder auch ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat. In diesem Sinne bleibe ich jetzt erstmal außen vor, bin für heute raus und sage Tschüss, eure Maritzel.